Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Hammerhelm. Keine Ahnung, warum ich jetzt plötzlich angeblich ein Jade Armor Set trage. Es ist tatsächlich ein bisschen was Offcam passiert. Und zwar, 4 Minuten habe ich Offcam gezockt. Es waren, glaube ich, 1-2 kurze Missionen, die ich gemacht habe. Konnte ich leider nicht aufzeichnen, weil meine Tochter dann gemeint hat, mal in die Aufnahme reinzuplatzen. War ein bisschen blöd. So, hier, wir haben nochmal Probleme in den Lagerhäusern und so weiter. Wir gucken uns das mal an. Ich muss glaube ich, Sachen einlagern, denn es gab jetzt auch Offcam noch eine recht interessante Situation. Ich wurde hier hingejagt, von wegen, ich soll dem Restless Spirit da wieder helfen. Die Mission, die wir schon so oft hatten, die habe ich dann kurz gemacht und habe da, ich glaube, so einen Vergiftungsstein oder irgendwas gefunden. Irgend so ein Item halt. Und ja, das werde ich euch gleich mal zeigen. Jetzt gucken wir zuerst mal, wo ich hin muss, welche Quests wir haben und so weiter. Hier sind die Leute ein bisschen unglücklich. Unglücklicher als vorher. So, mit wem muss ich reden? Mit der Latissa. Das ist da die Bauerndame da. Genau. Mission, alles klar. Lagerhäuser. Wir müssen beide Lagerhäuser wieder von ihren Eindringlingen befreien. Vorher trinke ich noch gerade einen Heiltrank. Und dann zeige ich euch gleich das Steinchen, das ich da gefunden habe. So, dann bin ich mal gespannt, was abgeht. Oh, nee, mach's nicht. Mach keinen Gift-Move. Stirb! Hör auf mit deinem blöden Gift. Oh, jetzt macht der weiter Damage. Ja, wir haben halt, wie gesagt, noch dieses blöde Bierproblem, wo ich nicht genau weiß, was da los ist, warum ich das nicht in den Griff kriege, obwohl ich hier eine Brauerei aufgestellt habe. Dann habe ich mir Offcam überlegt, ich zeige euch gerade mal den Stein. Hier, Säure-Edelstein. Missing Logtext. Gut, alles klar, wissen wir Bescheid, ne? So, könnte sein, dass das so ein Verzauberungsstein, Edelstein ist für die Waffe oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Also wir merken, da sind schon noch 1-2 Bugs im Game nach wie vor drin, die hoffentlich weggepatcht werden, wäre ganz nice. Wie zum Beispiel das mit der Brauerei, gehe ich stark davon aus, dass es eigentlich ein Bug ist, weil Weizen habe ich. Es könnte jetzt sein, dass vielleicht irgendwie die Brauerei zu weit weg steht von irgendwas, dass das deswegen nicht richtig funktioniert. Das kann auch sein, was mache ich da? Ja. Und da dodgen wir nach links weg. Wahnsinn. Da muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Wir haben ja linker und rechter Schultertaste. Und je nachdem in diese Richtung springt man dann weg. So, bla bla. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Gold. Ich habe einen Levelaufstieg. Wie gesagt, wir müssen für gewisse Sachen hier sorgen. Dann unten. Oh, die bringen doch Diamant bei, sehe ich gerade. Wollte ich mich gerade auch nochmal drüber reden. Dass die ja kein Diamant beibringen, obwohl ich das eingestellt habe. Aber auch das funktioniert. Seht ihr das unten? Die vorletzte, also unten in der allerletzten Reihe. 1512 Gold, dann 20 Kupfer oder was das ist. Dann Eisen 50, Jade 1, Gold 50 und 6 Diamant haben die tatsächlich schon beigebracht. Wenn wir es jetzt schaffen würden, da irgendwie Diamantbarren zu bauen, dann geht es halt direkt steil voran. Jo, müssen wir mal gucken, wie wir da alles Mögliche so machen. Wir brauchen eigentlich nochmal neue Häuser, neue Gebäude, Nahrung und so weiter. Passt ja soweit, da sind wir eigentlich so im Bilde. Jo, was habe ich noch an freien Leuten hier rumbrettern? Stadtverwaltung. Noch ein Arbeiter brettert frei rum. Ja, und wir könnten halt hingehen. Ich gehe mal gerade hier in den Baumodus. Und wir könnten hingehen und halt nochmal was Neues, Sinnvolles bauen. Kräuterkundler war, glaube ich, noch eine Option, ne? Die Alchemisten da. Sonst haben wir eigentlich alles. Holzfäller haben wir noch nicht, ne? Beschleunigt das Baumwachstum. Muss dann auch besetzt werden. Weiß ich nicht, ob ich das so feiere. Tüftlerwerkstatt. Erlaubt das Erfüllen von Waffen mit magischen Wirkungen. Ja, das könnte halt noch geil sein. Die Baracken erlaubt einer Person aus der Stadt, ein Ausbilder zu werden und erhöht deine Fertigkeitssteigerung. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich mal wissen will, was das soll. Ich stelle das jetzt mal hier hin oder stell's mal hier hinten neben die Taverne oder sowas. Ist jetzt alles ziemlich unglücklich gebaut, aber egal. Oh, was mache ich da? Nein! Das war ich. Wenn man den rechten Stick bewegt, dann springt er nochmal an die Stelle zurück. Gut, ich baue das Ding jetzt einfach mal dahin.
Eventuell löst das noch irgendwas mit der Brauerei aus. Ah, Moment. Nee, kann nicht sein. Ich dachte gerade, die Brauerei ist halt nicht an Straßen oder sowas angebunden. Ja, das kann natürlich sein in irgendeiner Form. Soll ich einfach mal gucken und die Gebäude mal leicht verschieben, ob das irgendwie einen Unterschied macht. So, ich baue das jetzt mal dahin. So, das Ding ist noch nicht besetzt. Ich guck mal, ob wir die Brauerei, wenn ich die leicht umstelle, ob das dann einen Effekt hat. X hier, so, und jetzt gehe ich einfach mal direkt hier nebens Feld. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Das ist, glaube ich, die Brauerei, ne? Ne, Steinmetzwerkstatt stellt Möbel her. Und dann haben wir hier die Brauerei. So, ich mache mal die Möbeltante hier hin. Jetzt einfach mal so. Und die Brauerei mache ich mal hier hin. Vielleicht geht dann der Bug weg, wer weiß. So. Dann haben wir hier noch die Schneiderwerkstatt. Ja, ich setze die jetzt alle mal da dran. Ist eigentlich absolut... Ne, Quatsch, die setze ich hier dran. Hier oben, das passt ja noch. Glaube ich. Genau, Schneiderwerkstatt, wunderbar. Und dann setzen wir das Ding da... Setzen wir dann hier unten wieder ran. Klar, ich kann das alles noch optisch deutlich verändern und verbessern. Das war auch, glaube ich, irgendwas Schönes. Bienenstöcke. Ah, genau, die sollten ja auch hier neben... Neben die alte, neben die Brauerei. So, mal gucken, ob das jetzt irgendwas auslöst. Und jetzt gucken wir uns gleich mal das Gebäude an. Hier die Baracken, die dann dazu führen, dass wir irgendwie mehr... Also, dass sich irgendeine Fertigkeit steigert. Welche Fertigkeit das auch immer sein soll. So, sollen wir ein Golderzvorkommen wurde an der Oberfläche entdeckt. Jo, können wir uns gleich mal reinziehen. Ich warte gerade, bis das hier fertig gebaut ist. Werde das dann gerade zuweisen. In der Zeit gehe ich mir mal gerade hier noch ein bisschen Holz holen oder so. Ja, da kommt man nochmal ein großes Stück voran. So, Bauwerk ist abgeschlossen. Baracken, da schicken wir jetzt irgendwen hin da. Stadtverwaltung. Dann die Baracken, also einen Ausbilder zuweisen. Fertigkeitssteigerung. Mürrisch und modisch, klaustrophobisch und gourmet. Ja, dann die Agünd, da soll die das mal machen. Ist die unsere Ausbilderin. So, dann müssen wir natürlich jetzt, bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. So, holen wir das auch noch alles mit. Macht das Sinn, so einen Holzfäller da aufzustellen? So einen Aufförster letzten Endes? Ich verstehe das nicht, was da groß da die Rolle spielen soll. Weil wir haben gar kein Holzproblem. Aber es könnte natürlich sein, dass man jedes Gebäude irgendwie in irgendeiner Form mal braucht, um halt alles Mögliche dann halt auch am Start zu haben, ne? So, Golderz hole ich mir gleich. Aber nach wie vor, Game macht richtig Laune. Ist zwar sehr minimalistisch und so ganz kapiere ich noch nicht, so storymäßig, wo wir eigentlich hinwollen und so, aber gucken wir mal. So, hier, Ausbilderin. Aufheitern. Fähigkeiten zurücksetzen. Aha, das war das also. Und ich krieg jetzt mehr XP oder was? Verstehe ich das so richtig? Also so verstehe ich es mal. Weil angeblich ist es ja eine Fertigkeitssteigerung. Man kann sich da resetten dann. Okay, soweit so gut. Wir könnten es aus Spaß mal machen. Macht das Sinn? Nö, ne? Komm, da haben wir es mal gemacht. Fähigkeiten zurücksetzen. Oh, was? Bist du sicher, dass du deine ausgegebenen Fertigkeitspunkte zurücksetzen willst? Gold kosten? Nö. Nö, dann nicht. Dann behalte deine Sachen hier. Dann will ich nichts zurücksetzen. Ich will mein Gold sparen. Gut, das ist dann eher ein sinnloses Gebäude aus meiner Sicht bisher. Die Taverne irgendwie auch. Wo war die nochmal? Hier ist das Steinmetz. Was konnte man? Da konnte man so Portsteine und so ein Kram bauen, ne? Herstellen. Ja, genau, so Portsteine. Wird für die Teleportierung zu einer Teleportplattform verwendet. Nutzt Ladungen auf Schnellleiste ablegen. Da muss ich aber so einen Teleportstein auch noch bauen, oder? Wie war das? Moment, konnte ich das gerade hier? War das so? Keine Ahnung. Herstellen. Ach, nee, keine Ahnung. Gut. Hier nochmal Medizin und was weiß ich. Gut, alles klar. Wir brauchen neue Gebäude, ne? Unten passiert mit dem Bier immer noch nichts, obwohl hier Weizen angebaut wird ohne Ende. Keine Ahnung, wir könnten noch eine weitere Lagerstätte bauen.
Dann wären die Lager mal prall gefüllt, eventuell. Wäre vielleicht auch sinnvoll. Jetzt so Richtung Endgame, mit Endgame, wie auch immer. So, komm, machen wir noch eine Quest. Da ist irgendwer nochmal krank. Oder komm, wir holen zuerst das Erz. So, zuerst das Erz holen, dann Krankheit. Dann bauen wir noch ein Gebäude und dann Masters oder sowas. Und da können wir, wie gesagt, auch mal langsam Richtung Portstein da nachdenken und so weiter. Muss ich verschiedene Gebäude mir einfach nochmal genauer angucken, was wir da konkret machen können und abbauen können. Und Porter ist natürlich dann schon geil, können wir einen in die Stadt setzen und an die wichtigsten Spots oder vielleicht auch bei den Händler oder so. Und dann so ein bisschen hin und her teleportieren und Dinge kaufen und machen. Ist es eigentlich Ziel, dass ich mich jetzt hier weiter in der Welt umsehe? Kommt das irgendwann als Quest oder so? Weil ich jetzt ja doch relativ hier nur rumchille, so. So, achso, das war schon die Quest. Da chillen noch irgendwelche Gegner rum. Orks. Macht sie kaputt. So, mein Timing ist mal wieder 1, 2 und 3. Nee, schade. So, da ist der Ork-Typ im Eimer. Sehr schön. Ah, und hier haben wir mehr Glück. Wunderbar. Und holen uns den Krempel mit. Ungeschliffene Jade. Ah, da bleibt zu viel liegen. Nein. Gut, okay. Gut, bleibt liegen. Deiner Stadt fehlt Bier. Ach, echt? Wirklich jetzt? Irgendwas mache ich da falsch. So, aber wir haben ja noch Gold und es bringt eigentlich nichts, dass ich mein Gold jetzt hier rumtrage, mit mir rumtrage. Also ab in die Stadt werden wir noch ein bisschen was bauen. Lagerhalle wäre echt noch sinnvoll. Noch eine Lagerhalle hier nebendran knallen, haben wir da genügend Platz dafür? Könnte man dann gerade machen. Baumodus wäre dann die letzte Lagerhalle, ne? Ne, wir haben aber nicht genügend Platz. Was ist das da für ein Gebäude? Weil die Lagerhallen hätte ich schon gerne beisammen. So, Baumodus hier X, hoffentlich kein Bug. Was ist das da für ein Gebäude? Was ist denn das? Ah, die Metallarbeiterwerkstatt. Jo, die können wir ja hier unten hinballern, ne? Die brauche ich ja fast nicht mehr. Moment. Also, Moment. Achso, da war noch so ein Schönheits... Ah, ne, das war der Bienenkorb. Genau, machen wir es so. Alles klaro. So, jetzt Baumodus... Ist zwar das uninteressanteste Haus, aber egal. Dann können wir wenigstens mal gewisse Dinge halt hier in der Stadt lagern. Das macht ja schon Sinn. Gab es da auch einen Lagerarbeiter? Musste ich das zuweisen? Nee, oder? Oder? Ich glaube nicht. Ärger auf den... Oh! Ja, da gibt es ein bisschen Ärger auf den Bauernhöfen. Was ist denn da los? Ja, unsere Felder sind vergiftet worden, Suche nach der Ursache, bla. Hm, echt jetzt? Wo ist die Ursache? Ist das ein Giftdude da hinten oder ist es Shady böse geworden? Verfluchte Höfe, Suche nach der Ursache für den Fluch auf den Bauernhöfen im Weidenhain. Machen wir. In der Zeit wird weiteres Lagerhäuschen gebaut, wir können mehr Metall dann auch einlagern und solchen Kram halt. Können schneller gewisse Sachen bauen. Ja, so ein Kram. Überall glitzert's. Und leuchtet es. Glühwürmchen, komm. Lagerhaus ist abgeschlossen. Sollte eigentlich direkt selbstständig da irgendwie am Start sein. Ihr, oder was? Ihr wart das? Das ist aber nicht schön. Der Axel S-Mann, oder was? Der Axelschweiß-Golem. Der wart das? Ist aber nicht schön, Axelschweiß-Golem. So, hier. Nein, 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 nein. Oh, gut, war auch in Ordnung. Mal heilen ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, wunderbar. Wie war abgehen? Wahnsinn. Wie er rummockt. So, irgendwie gute Stimmung ist auch noch in der Stadt. Traumhaft. So, Blitzmann, mach was. Oh, wie ich nur umkreise. Diablo-esk. Wahnsinn. Und wegkicke. Das ist ja der ultimative Gameplay-Wahnsinn. So, alles klar. Quest ist abgeschlossen. Wir wissen Bescheid. Und ich habe immer noch nicht mein Inventar hier Problem gelöst. Habe ich überhaupt noch Gold am Start? Keine Ahnung. So, mal. Ach ja, gut. Alles klaro. Ich habe ein wahres Problem.
Wir können ja noch irgendwie Items in unserem Haus lagern, wenn ich da irgendwie so ein Möbelstück baue, ne? Da war ja auch noch was. Wir können noch ein Upgrade investieren, wir können in Magier investieren. Ja, den Ausbilder haben wir halt jetzt auch noch am Start. Oh, die Leute sind zufrieden. Und es gibt mal Bier! Es gibt mal Bier! Also hat es wirklich irgendwie, habe ich es jetzt verändert, dass die es jetzt gecheckt haben. Irgendwas ist jetzt passiert. Alles klar, wunderbar. Mega nice. Gut, dann lassen wir es so. Nichts umbauen. Maximal leicht verschieben. Das ist ja Wahnsinn. Da haben wir mal wirklich was gecheckt. Ja, und halt die Lagermöglichkeiten sind ordentlich nach oben gesprungen. Sehr schön. So, jetzt können wir hier Dinge einlagern. Zum Beispiel in meinem Inventar dreimal Holz, wenn es auch wirklich nur dreimal ist. So, hier, das sind bestimmt auch mehrere Stacks. Hau ich mal rüber. Genau wie die blöden Pilze. Oder kauf mir da nochmal Heiltränke, die ich dann sinnvollerweise mit mir, nicht alle mit mir mitschleppe oder sowas. So, das können wir viermal hier reinpacken. Das 15-mal. Die Pilze können wir sicherlich bei dem Kräuterkundler anbauen. Oh, jetzt sind sie zufrieden. Wunderbar. Jetzt läuft es ja richtig. Ja, einfach nur leicht verschoben. Dann geht's plötzlich, ne? Alles klar, rum. So, da haben wir hier noch Blumenkohl oder was auch immer das ist. Grünkohl. So, hier noch irgendwelche Blümchen. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Und irgendwelche Erze, die ich noch mit mir geschleppt habe. Und Golderz, ne? Ganz viel. Können wir natürlich jetzt mal hier reinpacken, weil was soll ich mit dem ganzen Golderz? Bei 75 ist Schluss. Wie sieht mein Inventar jetzt aus? Ey, Leute, wir sind ja voll im Game jetzt. Voll geil. 200 Gold haben wir nur. Das ist natürlich wenig. Irgendein hochwertiger Stein ist noch weg. Gut, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann wissen wir Bescheid. In der nächsten Folge geht's hier an der Stelle weiter. Mega nice. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.